willkommen zum zweiten Open Business Lunch hier in Basel. Mein Name ist Markus Tiede. Ich glaube, der eine oder andere hat mich hier und da schon mal wahrgenommen, schon mal kennengelernt. Wir haben noch zur Vorwarnung heute so ein bisschen duales Event. Einerseits haben wir den Open Business Lunch jetzt von 11 bis 12 inhaltlich und von 12 bis 1 für die Geschmacksnerven. Und gleichzeitig findet heute der sogenannte Open X Day bei der Basler statt. Daher sind eine ganze Reihe von Kollegen noch remote zugeschaltet. Ich glaube, gerade waren es so 15 Leute, die noch remote zuschauen. Das heißt, wir gucken immer so ein bisschen hier in Richtung quasi zwei Kameras, weil wir es auch nochmal aufnehmen und auf YouTube stellen wollen. Also für die, die heute physikalisch nicht dabei sein können oder wollen, wird es im Nachgang publiziert. Und ich weiß nicht, ob hier schon mal jemand die QR-Codes abfotografiert hat. Das sind noch ein bisschen die Links einfach zum heutigen Event, den Inhalten, zu uns als Basler oder zu den Themenspendern. Und wir führen das Ganze durch. Dieses Mal, wie gesagt, zum zweiten Mal, auch im Kontext und Kollaboration mit dem Verein CA Open, in dem Simon und ich auch beide im Vorstand seit diesem Jahr, zumindest ich, vertreten sein dürfen. Und es gibt noch andere sogenannte Open Business Event-Typen. Das ist jetzt quasi das Format, wir treffen uns, wir hören interessante Themen rund um den Themenbereich Open und Open Source über den Mittag. Es gibt es aber genauso gut in anderen Städten innerhalb der Schweiz, zum Morgen oder auch am Abend. Das sind dann die Open Source, die Open Business Aperos am Abend oder die Cafés zum Frühstück oder zum Zini. So viel vielleicht dazu. Einfach mal auf der Webseite vorbeischauen für Informationen für weitere Events, die jetzt und in Zukunft stattfinden werden. Schickst du Links davon noch schnell? Ja, also das ist auch alles auf den Folien quasi mit drauf, sind alle auf der Seite CA Open mit drauf, sind alle bei uns im Confluence mit hinterlegt. Und ich glaube, das sollte soweit alles zugänglich sein. Von der Struktur her haben wir jetzt etwas verspätet gestartet, aber ich glaube, das ist kein Problem. So roundabout um 11 Uhr wollten wir starten mit dem inhaltlichen Thema heute. Vielleicht ein unerwartetes Thema, der eine oder andere hat mich schon darauf angesprochen. Wie kann es sein, dass innerhalb der Versicherung darüber berichtet wird, darüber gesprochen wird, was der Staat mit Software macht und warum er sie vielleicht unter Open-Source-Lizenzen stellen möchte. Da können wir gerne über den Mittag drüber sprechen. Und solche Fragen noch klären. Ansonsten bekommen wir jetzt gleich erstmal ein ganz spannendes Thema, was glaube ich auch eine ganz große oder längliche Historie hat, was ich so den Folien schon entnehmen konnte. 10 Jahre begleite ich das Thema schon und du darfst es heute wieder erzählen. Vielen Dank dafür, Simon, dass du heute bei uns bist. Und danach gehen wir gemeinsam ganz locker in die Markthalle Basel. Weiß jeder, wo das ist, wo die Markthalle ist? Ansonsten werfen wir gemeinsam kurz einen Blick. Wir sind jetzt hier bei der Basler, wir gehen gemeinsam wieder Richtung SBB, biegen dann rechts ab und die Markthalle ist hier. Es sind also 5 Minuten zu Fuß und jeder, der mitkommen möchte, ist herzlich eingeladen. Es gibt keinen zentralen Tisch, den wir reserviert haben, sondern wir suchen uns einfach was an den Marktständen und setzen uns zusammen, so wie es uns das jeweils beliebt. Gut. Dann würde ich sagen, bin ich gespannt. Ich versuche mal so eine Überleitungsslide zu haben. Und ich bin gespannt, wie das Thema Open Source beim Schweizer Staat aufgenommen wurde. Und vielleicht auch welche Referenzen. Also das ist ja auch der Bezug zur heutigen aktuellen Situation. Was vielleicht mit der Swiss Covid App, wie das Ganze vielleicht in Verbindung dazu steht. Simon, vielen Dank, dass du heute hier bist. Und ich übergebe das Wort an dich und freue mich auf einen spannenden Vortrag. Danke. Okay. Wunderbar. Markus, vielen herzlichen Dank für die freundliche Einleitung. Vielleicht kurz zu meiner Person. Mein Name ist Simon Schlauri. Ich bin Rechtsanwalt, hauptberuflich für IT-Recht. Wir haben einen sehr engen Fokus in unserer Kanzlei, es gibt Softwareverträge, Telekommunikation und eben Open Source, solche Dinge. Ich bin seit, ich weiß gar nicht, gefühlt etwa 5 Jahren Vorstandsmitglied bei CH Open. Das Ganze hat sich entwickelt in diesem Zusammenhang, den wir jetzt heute hier erfahren werden. Dann bin ich noch, das sieht man im Titel, ich bin auch Titularprofessor an der Universität Zürich. Ich habe mich im Telekommunikationsrecht habilitiert. Genau, ja, die Slides. Es geht um die Frage, ob der Staat eigene Software unter eine Open-Source-Lizenz stellen darf. Die Diskussion wurde zeitweise relativ heftig geführt. Wir können vielleicht mal schauen,
wie das Ganze begonnen hat. Es gab schon von früher, von 2009, gab es eine Strategie, eine IT-Strategie, die besagte, dass man Eigenentwicklungen als Open-Source-Software ausgestalten kann und dass man sie offenlegen kann, dass man sie freigeben kann, auch für Dritte. Das Bundesgericht hat sich entschieden, das zu tun. Die haben selber eine Geschäftsverwaltungssoftware für die ganzen Entscheide, für die ganzen Fälle, die bei ihnen halt reinkommen. Das sind jedes Jahr Tausende von Fällen. Haben die entwickeln lassen oder teils selber entwickelt. Ich weiß nicht, wie weit sie involviert waren. Und man hat dann im September 2011 hat man beschlossen, dass man diese Software unter der GPL Version 3 unter dieser Lizenz veröffentlichen würde. Was dann passiert ist, da kam eine Konkurrentin bzw. eine private Anbieterin von vergleichbarer Software aufs Tapet und die haben dann sich beschwert, weil sie fanden, der Staat könne ihnen da nicht Konkurrenz machen, noch mit Gratis-Software. Da wurde in der Folge ein Gutachten geschrieben von zwei Kollegen von mir von der Universität Zürich, Professor Georg Müller und Stefan Vogel. Die sind zu meiner Überraschung damals, ich kann mich erinnern, als ich das das erste Mal vor mir hatte, zum Schluss gekommen, dass die Freigabe von Open Source Software durch den Staat die Wirtschaftsfreiheit verletzt und die Wettbewerbsneutralität verletzt, dass man, wenn es durch ein Gericht passiert, das Ganze, dass das erst recht problematisch sei, weil das Gericht ja keine Kontrolle keiner Kontrolle unterworfen sei, selber als Gericht, weil ja die Gerichte eigentlich dann sich selber kontrollieren müssten. Und entsprechend könne man das nicht tun, man müsse ein Gesetz machen, eine gesetzliche Grundlage schaffen, wenn so etwas stattfinden soll. Und die bestehe nicht, also dürfe das Bundesgericht das nicht tun. Ergebnis, das Ganze halt, und man hat dann relativ lange Zeit gebraucht, um das Ganze wieder in Schwung zu bringen. Unter anderem hat in dieser Zeit, gab es einen Auftrag für ein Ergänzungsgutachten zu diesem Gutachten Müller-Vogel, der an Professor Thomas Boletner und einem Mitarbeiter von ihm und an mich gegangen ist, wo wir die Geschichte nochmals angeschaut haben mit einer ein bisschen präziseren Fragestellung und wo wir durchaus dann zu anderen Ergebnissen gekommen sind. Das Gutachten wurde publiziert im Karl Großmann Verlag. Es ist, am besten googelt man Poletna Schlauri und dann findet man es sofort im Netz. Es ist frei verfügbar, ist unter einer Creative Commons Lizenz. Die Frage bei dem Gutachten steht hier auf der Folie, oder die Frage für das an uns Gutachter steht hier auf der Folie: Ist es nach dem geltenden Recht zulässig, dass der Staat Software, die er selber nutzt und über deren Urheberrecht verfügt, unter einer Open Source Lizenz der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt und das Ganze dann im Besonderen für den Kanton Bern und seine Gemeinden? Hintergrund, warum das vom Kanton Bern kam, war, dass im Kanton Bern, ich glaube, das war 2010 bereits oder 2011, durch das kantonale Parlament, den Großen Rat, ich glaube, Sie sagen eben so in Bern, dass da ein Vorstoß durchgegangen ist, der verlangte, dass der Kanton sämtliche Software, die er schreibt, wenn immer möglich, unter Open-Source-Lizenzen stellt. Hintergrund ist dieser Gedanke Public Money, Public Code, die Idee, dass man, wenn die Öffentlichkeit etwas finanziert, dass auch die Öffentlichkeit am Schluss von diesen Ergebnissen profitieren soll. Und da hat man dann plötzlich angefangen, eben Bedenken zu haben, wegen diesem Gutachten Müller-Vogel, ob das wirklich ein Problem sein könnte. Wie gesagt, stand hinter dem Ganzen eine Konkurrentin und ich finde, das Argument ist durchaus plausibel auf den ersten Blick, dass man sagt, das kann doch nicht sein, dass der Staat Software öffentlich einfach gratis zur Verfügung stellt und wir Konkurrenten haben da das Nachsehen, wie die Privaten, die können das nicht, oder die haben einfach ja, mehr Druck da. Und von daher haben wir uns die Sache mal angeschaut, wie das aussieht von der rechtlichen Seite. Und ja, das ist eigentlich der Hauptteil, der rechtliche Teil des heutigen Vortrags, den ich hier die Ergebnisse präsentieren möchte. Zuerst mal grundsätzlich, wie sieht das aus in der Verwaltung heute mit Open Source Software? Es gab gibt diese Open Source Studie Schweiz, wo CH Open auch beteiligt ist, unser Verband. Unser Zweck ist, dass man Open Source fördert in der Schweiz, dass man die Verbreitung fördert und entsprechend geht es auch darum, den Unternehmen und auch der Verwaltung zu zeigen,
was für Möglichkeiten Open Source bietet, was die Vor- und Nachteile sind, natürlich hauptsächlich die Vorteile. Da gibt es vor allem alle drei Jahre gibt es eine große Umfrage und das wird dann auch publiziert. Das ist diese Open Source Studie Schweiz. Und dort in diesem Zusammenhang wurde klar, dass öffentliche Verwaltungen in der Schweiz Open Source bis jetzt selten in großem Umfang nutzen, dass sie jedoch relativ großes Potenzial sehen. Und die Gründe dafür, die waren eigentlich in der Studie auch ersichtlich. Es gibt einen Satz von Gründen, die auch in der Privatwirtschaft häufig genannt werden. Das überschneidet sich zum rechten Teil. Es geht im Wesentlichen erstens mal um offene Standards. Oder wenn wir Closed Source haben, wenn wir Office-Pakete von monopolistischen Anbietern haben, haben wir Login-Situationen in diese Dateiformate, zum Beispiel in Standards für Datenaustausch. Das führt dazu, dass man nicht wechseln kann. Das führt dazu, dass man wenig Flexibilität hat, dass man abhängig wird von diesen Lieferanten. Das ist schon der zweite Punkt jetzt. Das greift ineinander hinein. Bei Open Source Software ist es so, dass diese Produkte, dieser Code ist frei verfügbar. Das heißt, wenn ich mit einem Zulieferer in diesem Kontext nicht zufrieden bin, dann kann ich wechseln. Dann kann ich zum anderen Zulieferer gehen, der vielleicht denselben Code genauso im Griff hat, der die gleichen oder der ähnliche Dienstleistungen erbringen kann. Diese Unabhängigkeit ist besser bei Open Source im Vergleich zu Closed Source. Dann ein weiterer Grund, warum man selber als Unternehmen oder als Verwaltung die Software, die man geschrieben hat, in die Freiheiten lassen möchte. Der erste Reflex ist ja meistens, dass man sagt, das ist meins, wir haben das geschrieben, sicher nicht teilen, oder? Und es geht aber darum, dass man eben auch vielleicht andere Unternehmen hat, die dann vergleichbare Probleme haben, die ebenfalls mit dieser Software arbeiten. Im Laufe der Zeit entsteht eine Community von Leuten, die sich auskennen damit und wo man sich eben austauschen kann. Als Nutzer von Software hat man auch den Vorteil, dass man aus dieser Community dann bis zum gewissen Grad Support bekommt. Vielleicht muss man nicht mal ein Support-Unternehmen beauftragen, je nach Paket, das man nutzt. Das ist auch ein Vorteil. Diese Community, dieses Community-Building. Dann haben wir ein Thema Qualität, Sicherheit, Stabilität ist bei Open Source Software, weil es eben weit verbreitet ist, weil viele Leute eigentlich diesen Code reviewen können, frei. Das hat Vorteile für diese Punkte. Dann ist ein weiterer Punkt, sind die Kosten. Ich habe vorhin gesagt, der Quellcode ist selbstverständlich öffentlich verfügbar. Er ist gratis, wenn man so will. Es ist aber natürlich nicht so, dass Open Source aus Unternehmensperspektive gratis ist, weil man muss diese Software auf die eigenen Bedürfnisse anpassen oder anpassen lassen. Das kostet Geld, Integrationsarbeit. Man hat vielleicht Wartungsaufwand, da muss man einen Wartungsdienstleister anstellen, der das macht für einen. Also es bringt schon gewisse Kosten mit sich, ist klar. Die Open Source Studie hat ergeben, dass in der Regel so etwa 20-30% Kostenreduktionen aber drin liegen, wenn man auf Open Source setzt. Das ist sicher spannend aus Unternehmensperspektive. Weiterer Punkt, der vielleicht ein bisschen fernliegender ist, aber doch eine große Rolle spielt in der IT-Szene, ist die Mitarbeiterwerbung. Als Mitarbeiter, der für ein Unternehmen arbeitet oder auch für die Verwaltung arbeitet, habe ich in der Regel diese geschlossenen Projekte. Ich kann nicht auf dem Arbeitsmarkt nachher präsentieren, was ich so getan habe. Und wenn ich Open Source habe, dann kann ich die Leute, vielleicht zukünftige Arbeitgeber, darauf hinweisen und sagen, hör mal, das habe ich gemacht, da war ich Leiter in diesem Projekt. Und das ist eine Referenz, die sehr einfach überprüfbar ist. Man kann schauen, wie schreibt der Code, wie geht der mit Software um. Das sind Dinge, die sehr positiv sind. Und dann ist es noch generell so, dass in der IT-Szene, ich glaube, da renne ich offene Türen ein, dass Open Source einen guten Ruf hat, dass man sich gerne beteiligt an diesen Projekten. Es ist vielleicht auch ein bisschen etwas, wo man intrinsisch motiviert ist, sich da zu beteiligen. Und entsprechend macht es den Leuten einfach mehr Spaß, in Unternehmen zu arbeiten, die Open Source eine Open Source Strategie haben. Gilt für die Verwaltung genau gleich. Das waren auch die Ergebnisse, warum die Verwaltung eben auch auf Open Source setzen möchte, vermehrt. Quelle hier, diese Open Source Studie Schweiz, kann man googeln, findet man einfach auf dem Netz. Jetzt zwei, drei Beispiele, die schon lange unterwegs sind, von bekannten Fällen, wo die Verwaltung Open Source einsetzt. Wir haben oben rechts dieses Produkt des Bundesgerichts, die Open Justitia, da hat sich dieser ganze Streit entzündet daran. Dann haben wir
zum Beispiel das Portal der SwissTopo, geo.admin.ch, die arbeiten mit Open Source Software. Dann haben wir ein Geschäftsverwaltungssoftware, OneGov-Geber, die auch weit Verbreitung gefunden hat in Verwaltungen in der Schweiz, Gemeindeverwaltungen. Die SBB setzen auf Open Source, Rail Control System. Und Gamak, das ist ein Produkt für Bauverfahren, das ziemlich weit verbreitet ist unterdessen auch. Das sind einfach so ein paar Beispiele, was da draußen schon geht. Ja, gut, eben so viel zum Thema, was macht die Verwaltung, was sind die Gründe, das zu tun. Und jetzt kommen Leute, schreiben ein Gutachten und sagen, Moment, das geht nicht. Dürft ihr nicht, weil ihr da mit den Privaten auf den Füßen rumsteht, die ebenfalls vergleichbare Closed-Source-Software anbieten. Und da haben wir uns dann gefragt, ja, wie sieht das jetzt aus? Wir haben eine ganze Reihe von verschiedenen Punkten uns angeschaut in diesem Gutachten. Das hier waren die zwei wesentlichen Punkte. Die erste Frage ist, wenn der Staat Open-Source-Software zur Verfügung stellen will, muss er dafür ein Gesetz machen? Muss er das gemäß dem sogenannten Legalitätsprinzip, muss er ein Gesetz schreiben? Das Legalitätsprinzip steht in der Verfassung, da steht ganz grundsätzlich, dass die Voraussetzung für jede staatliche Tätigkeit eine gesetzliche Grundlage ist. Und das hätte in dieser Konstellation den Nachteil gehabt, dass man eben nicht nur auf Ebene Bund, sondern auf Ebene Kantone, 26 Kantone in der Schweiz, hätten ein Gesetz schreiben müssen, dass die Verwaltungen auch in ganz banalen Fällen, zum Beispiel auch eine Universität vielleicht, die irgendwo bei einem Forschungsprojekt ein bisschen Open Source schreibt, wenn man das für bare Münze genommen hätte, das erste Gutachten, dann hätte das dazu geführt, dass das nicht mehr hätten tun können, ohne dass der Kanton eine gesetzliche Grundlage macht. Und wie man weiß, es gibt starke Lobbykräfte in der Schweiz, die wissen ganz genau, wie man solche Gesetze dann verzögert oder vielleicht sogar verhindern kann. Und entsprechend war das ein Problem, das da in diesem Gutachten stand, wir brauchen in jedem Fall eine gesetzliche Grundlage. Das haben wir uns angeschaut und überlegt, ist es immer so, dass man diese gesetzliche Grundlage braucht oder gibt es eben Ausnahmen davon? Und das Ergebnis kann ich vorwegnehmen, es gibt große Ausnahmen, es gibt aber auch Bereiche, wo es nötig ist, ein Gesetz zu schreiben. Schauen wir uns noch näher an. Dann das zweite Kriterium, Wirtschaftsfreiheit. Der Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit sagt einfach, dass Private einer freien wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen dürfen. Der Staat soll nicht die Leute daran hindern, wirtschaftlich tätig zu sein. Man darf zum Beispiel auch einen Beruf wählen, der einem gehört. Das ist ein Grundsatz, Verfassungsgrundsatz in der Schweiz. Liberale Wirtschaft, das ist klar. Da gibt es noch einen zweiten Aspekt, und das ist die sogenannte Wettbewerbsneutralität. Also wenn der Staat irgendetwas tut, muss er schauen, dass nicht manche Private bevorzugt werden und andere benachteiligt. Das ist so der allgemeine Grundsatz. Und das heißt vor allem auch, kommen wir noch drauf, dass der Staat, wenn er selber irgendwelche Dinge macht, dass er die nicht, wenn er selber auf dem Markt auftritt als Anbieter, dass er das nicht quersubventionieren darf, irgendwie aus dem Monopolbereich. Weil sonst werden die Spieße ungleich lang. Gut, diese beiden Punkte haben wir uns angeschaut. Jetzt möchte ich kurz darauf ein bisschen eingehen. Legalitätsprinzip, ich habe es vorhin schon gesagt, Voraussetzung für jede staatliche Tätigkeit ist eine gesetzliche Grundlage, Artikel 5 der Bundesverfassung. Warum das so ist, ist relativ einfach nachvollziehbar. Zuerst muss es so sein, dass ich als Bürger voraussehen kann, was der Staat so tut. Man stellt sich vor, Strafrecht zum Beispiel, der Staat straft mich für irgendetwas, das steht nicht im Gesetz. Und da kann ich ja gar nicht wissen, was jetzt strafbar ist oder was nicht. Das ist ein eherner Grundsatz, gerade im Strafrecht, dass es wirklich ein geschriebenes Gesetz braucht, um jemanden zu strafen. Voraussehbarkeit, das ist wichtig. Dann die Rechtsgleichheit. Wenn ich ein Gesetz habe, dann führt das dazu, dass alle Fälle unter dieses Gesetz subsumiert werden, dass alle Fälle nach diesem Gesetz beurteilt werden, das heißt, werden alle Fälle möglichst gleich behandelt. Das ist ein weiterer Grund, warum man dieses Legalitätsprinzip hat. Und dann der nächste Grundsatz noch ist die Demokratie. Gesetze unterstehen dem Referendum in der Schweiz. Und entsprechend, gerade bei schweren Eingriffen, kommen noch kurz darauf nachher, müssen wir ein Gesetz haben, das auch dem Referendum unterstanden hat. Das sind so die Gründe, warum man dieses Legalitätsprinzip hat. Und jetzt in der Konstellation ist es noch so, wenn man sich überlegt, ich meine, der Vorwurf, der von dieser Konkurrentin gekommen ist, war ja, dass man ihnen auf den Schlips steht, dass man die Wettbewerbsneutralität verletzt. Und da sind sie quasi aus ihrer Sicht durch diese Wirtschaftsfreiheit, die ich erwähnt habe, geschützt.
Und wenn man Grundrechte beschränkt als Staat, dann braucht es immer drei Voraussetzungen. Habe ich jetzt hier nicht auf der Folie, aber ist auch so etwas, das man sich mal angehört haben sollte. Das erste ist immer, dass es eine gesetzliche Grundlage braucht, um Grundrechte einzuschränken. Das zweite ist, es braucht ein öffentliches Interesse. Es muss irgendeinen Grund geben dafür, warum das Grundrecht eingeschränkt wird. Das kann nicht irgendetwas sein. Oder dass man es einfach mal zum Spaß macht. Dieses öffentliche Interesse ist wichtig. Und am Schluss muss es noch verhältnismäßig sein. Das heißt, man wägt ab, ob es wirklich gerechtfertigt ist, dieses öffentliche Interesse zu verfolgen und dann den Privaten damit irgendwie auf die Füße zu stehen. Diese Schrankentrias, die wir Juristen so nennen, ja, diese Schrankentrias ist ein auch ganz wesentlicher Grundsatz eigentlich in unserer Verfassung. Und das ist auch noch ein Grund, warum man dieses Legalitätsprinzip hat, eben weil Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit, die müssen auf einem Gesetz basieren. Jetzt, es gibt ja verschiedene Arten von Gesetzen. Es gibt die Gesetze, wo es ein Referendum gibt, und es gibt die Gesetze, wo es eben kein Referendum gibt. Und diese Gesetze ohne Referendum, das ist eine Verordnung, die macht der Bundesrat in aller Regel oder irgendein Bundesamt, basierend auf einem Gesetz, das, also man hat da so quasi einen Stufenbau, so was ist die Verfassung, da haben wir Gesetze und dann haben wir Verordnungen. Und die Frage ist jetzt noch, können wir möglicherweise darauf verzichten, ein referendumsfähiges Gesetz zu machen, das dann irgendwie durchs Parlament geschleppt werden muss, jahrelang braucht. Ich bin selber Kantonsrat in Zürich, ich weiß, wie lange das dauert. Und das wäre doch manchmal von Vorteil, wenn man einfach eine Verordnung erlassen könnte, zum Beispiel jetzt auch im Bereich Open Source. Und entsprechend haben wir uns das in unserem Gutachten auch noch angeschaut. Braucht es möglicherweise eine Verordnung? Oder reicht eine Verordnung aus? Es gibt in der Rechtslehre so ein paar Gründe, warum man eben ein Gesetz braucht, also ein referendumsfähiges Gesetz. Zuerst die Frage der Intensität des Eingriffs. Also wenn es schwere Eingriffe sind, also zum Beispiel wenn ich jemanden ins Gefängnis stecke oder jemandem ein Berufsverbot gebe oder solche Dinge, da muss ich ein formelles Gesetz haben. Dann ist ein weiteres Thema ist die Zahl der Betroffenen. Finanzielle Bedeutung, wenn es sehr viel kostet für den Staat, braucht es ein formelles Gesetz. Und die Akzeptierbarkeit, also bei Dingen, die politisch heikel sind, brauchen wir ein Gesetz. Das sind so die Gründe, warum man eben möglicherweise damit einer Verordnung doch nicht weiterkommt. Das haben wir uns auch noch angeschaut. Auf welcher Stufe müsste man das regeln, wenn man es überhaupt regeln muss? Gut, dann wie so oft in der Juristerei, oder die Juristerei ist über viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte gewachsen, teilweise römisch-rechtlich, gut, das öffentliche Recht nicht, aber wenn so ein neues Thema kommt, oder wie Open Source, da muss man sich zuerst mal überlegen, wo hängen wir das jetzt an im bestehenden System? Also wir können ja nicht komplett in der freien Luft argumentieren, sondern wir haben uns mal überlegt, was gibt es für ähnliche Vorgänge da draußen im Verwaltungsrecht oder in der Verwaltung, die man vielleicht nutzen könnte, wo man vielleicht dann Vergleich ziehen könnte und sagen könnte, ja gut, deshalb können wir es, eben ist es erlaubt, brauchen wir gesetzliche Grundlage oder nicht. Und einer dieser Vorgänge, die da draußen ist, oder diese Rechtsfiguren, die da draußen sind, bestehen bereits, ist die sogenannte Bedarfsverwaltung. Bei der Bedarfsverwaltung geht es darum, dass die Verwaltung gewisse Dinge tun muss, um ihre Hauptaufgaben zu erfüllen. Also wenn ich ganz banal irgendwie die IV bin oder eine Sozialversicherung, dann brauche ich Bleistifte oder vielleicht Computer, um meine Arbeit als Sozialversicherungsanstalt zu erfüllen, ist klar. Es braucht nicht ein zusätzliches Gesetz, wo drin steht, die IV darf Computer beschaffen, um ihre Arbeit zu erfüllen. Das braucht es nicht. Sondern wenn es ein Gesetz gibt, ja, es gibt eine Sozialversicherungsanstalt, es gibt ein IV-Gesetz, das sagt, dass die kantonale Sozialversicherungsanstalt diese IV-Beträge auszahlt, nach welchen Kriterien sie das auszahlt, dann ist das wie mitgemeint. Da brauchen wir kein zusätzliches Gesetz für diese Beschaffung der Mittel. Also da geht es auch um Miete, es geht um Transportmittel, Energie, Software. Und bei der Software sind wir jetzt schon näher dran als dem, was wir, oder bei unserem Thema hier. Das Ergebnis in diesem Zusammenhang war, dass dann, wenn die Motivation für die Freigabe von Open Source darin besteht, dass die Software besser wird, wenn wir also eine gute Qualität Software schaffen wollen, dann können wir sagen, das ist ja im Prinzip Bedarfsverwaltung. Es geht natürlich nur um die Software, die wir für die Verwaltung effektiv brauchen. Und
die Verwaltung ist grundsätzlich frei zu entscheiden, wie sie die Software entwickeln will, und wenn sie findet, sie möchte mit anderen kooperieren, um das zu tun, eine Community zulassen, Open Source schaffen, Community Building ermöglichen, damit am Schluss die Software besser wird. Man denkt zum Beispiel beim Bundesgericht daran, dass vielleicht andere Gerichte in der Schweiz oder vielleicht sogar international diese Software auch nutzen möchten, dann wird sie noch besser. Andere haben vielleicht andere Bedürfnisse, passen sie an, man merkt, oh, das könnten wir vielleicht für uns auch brauchen. Solche Dinge. Wenn das die Motivation ist, dann kann man sagen, das, was die tun, wenn sie Open Source veröffentlichen, ist Bedarfsverwaltung. Und da steht, wir brauchen keine zusätzliche gesetzliche Grundlage für diese Bedarfsverwaltung. Das heißt, man kann argumentieren, eigentlich brauchen wir in der Situation, wenn es nur darum geht, eure eigene Software besser zu machen, kein Gesetz. Neben dem, was schon da steht, dass die Verwaltungsstelle eben bestimmte Aufgaben hat. Dann gibt es ein weiteres, eine weitere Rechtsfigur neben dieser Bedarfsverwaltung. Es gibt die sogenannten Nebentätigkeiten der Verwaltung, die ebenfalls ohne gesetzliche Grundlage zulässig sind. Da ist die Formulierung der Gerichte, ist dann jeweils, dass es um Vor- oder Nachleistungen sich handelt. Also wenn irgendwie ein sachlicher Zusammenhang mit einer Tätigkeit besteht, die eine Verwaltung sowieso schon macht. Und zusätzlich, da oben steht oder, ich glaube, das ist falsch, wenn die Nebentätigkeit wirtschaftlich unbedeutend ist oder wenn sich damit öffentliche Ressourcen besser oder effizienter nutzen lassen. In so einer Situation braucht es ebenfalls kein Gesetz. Und wenn man sich das überlegt, Open Source Software freizugeben, die wir haben, das kann man bis zum gewissen Grad mit sowas vergleichen, mit so einer Nebentätigkeit. Ein Beispiel vielleicht für solche Nebentätigkeit, wobei es schon ein bisschen umschritten, ich habe mich selbst schon darüber aufgeregt, wenn die Armee einen Swiss Army Shop betreibt, das machen sie nämlich, da kann man Socken kaufen und Sackmesser und solche Dinge, weil die beschaffen das ja sowieso, da haben sie gesagt, ja gut, es gibt vielleicht Leute, die möchten das privat auch noch kaufen. Ich habe da bei diesem Army Shop habe ich mal Socken bestellt, die ganzen schwarze Socken, und dann kommt irgendwie so eine Rechnung dazu und da steht da plötzlich irgendwie was von der Schweizer Armee drauf, da habe ich mich gewundert. Aber gleichzeitig kann man sagen, ja, das ist vielleicht ein Grenzbereich von diesen Nebentätigkeiten, die noch zulässig wären. Unter der alten dem alten Regime der Swisscom, wo Swisscom noch Monopolistin war, oder als Swisscom als Staatsunternehmen, gab es mal eine rechtliche Meinung, die sagte, ja, eine Nebentätigkeit, also wenn Swisscom es Swisscom TV anbietet und auch über die gleichen Leitungen auch TV überträgt, dann ist das eine Nebentätigkeit, die noch erlaubt ist, neben der Telefonie und dem Internet. Aber was dann nicht mehr erlaubt wäre, wären zum Beispiel, wenn sie anfangen, selber Content zu machen, also eigene Sendungen etc. Das ging dann zu weit. Also einfach, dass man ein bisschen sieht, wo hier die Abgrenzungen sind. Es ist klar, es geht um Juristerei, es sind immer so ein bisschen Graubereiche. Aber wir haben uns die Sache angeschaut und gesagt, okay, Open Source Software veröffentlichen als Staat ist so ein bisschen ähnlich wie das. Bei der Armee, was nicht mehr abgedeckt wäre, wenn zum Beispiel die Armee jetzt plötzlich Spielkonsolen produzieren würde, also als Beispiel, das funktioniert natürlich nicht. Obwohl sie vielleicht manchmal so Simulatoren haben oder so, aber die bauen sie in der Regel auch nicht selbst. Gut. Dritte Rechtsfigur, die wir uns angeschaut haben, ist die sogenannte Randnutzung öffentlicher Sachen. Da geht es darum, dass Dritte öffentliche Sachen nutzen können, in der Zeit, wo die Verwaltung es vielleicht nicht braucht. Klassischer Fall ist die Turnhalle, die am Tag für die Schule da ist und am Abend für die Sportvereine im Ort. Da geht es im Wesentlichen darum, eben Kapazitäten, die brach liegen, zu nutzen. In der Regel ist keine gesetzliche Grundlage nötig, außer man würde irgendwelchen Privaten auf den Füßen rumstehen und den Konkurrenz machen, das ist die Gerichtspraxis. Hier haben wir uns dann aber gesagt, ja, eigentlich geht es ja nicht um brachliegende Kapazitäten. Das Ziel, das wir haben, wenn wir Open Source freigeben als Staat, ist eben die Qualität zu verbessern, Community Building, Attraktivität als Arbeitgeber zu nutzen. Und es ist nicht das Hauptthema, dass wir irgendwelche freien Kapazitäten haben, damit man das irgendwie zusätzlich ausnutzen kann. Ich meine, gut, man könnte jetzt sagen, Software, wenn ich es einem Dritten gebe, dann ist das eine Art freie Kapazität. Aber das ist nicht die Motivation, warum man das macht. Deshalb haben wir das dann hier zur Seite geschoben. Learnings, Legalitätsprinzip. Wir haben gesagt, Bedarfsverwaltung, Nebentätigkeit, eventuell Randnutzungen. Es gibt einige Bedingungen für eine Freigabe von Software als Open Source ohne gesetzliche Grundlage.
Es muss ein sachlicher Zusammenhang bestehen zur Haupttätigkeit. Also die Software muss irgendwie schon gebraucht werden in der Verwaltung, ist klar. Wenn die Verwaltung hingeht und irgendwie plötzlich etwas völlig anderes als Software schreibt, als das, was sie selber braucht, dann geht das nicht. Dann muss es irgendwie geringfügig sein im Vergleich zur Haupttätigkeit. Also kann nicht sein, dass die Verwaltung plötzlich ein riesiges Softwareunternehmen aufbaut. Dann müssen bestehende Mittel genutzt werden, also nicht zusätzlich Geld eingesetzt werden, also müssen sie nicht im großen Stil, um das Dritten zur Verfügung zu stellen. Und dann die Gefährdung der Haupttätigkeit. Eine solche Gefährdung der Haupttätigkeit darf auch nicht passieren. Gefährdung der Haupttätigkeit, da gab es vor allem, gibt es, wenn man sich das so vorstellt, wenn ich eine Nebennutzung habe von Verwaltungsgebäuden zum Beispiel, wenn dann die plötzlich nur noch durch die Clubs genutzt werden und die Schulen keinen Platz mehr haben, das wäre so eine Gefährdung, das geht nicht. Ist klar, bei Software muss man sich eigentlich sagen, wenn ein Dritter die Software nutzt, das ist ja der Vorteil, ökonomisch gesprochen ist das ein nicht-rivales Gut. Also wenn Dritte das nutzen, dann schadet mir das nicht, oder, als Herausgeber. Und das ist allgemein im Urheberrecht so und das ist das Spannende dran. Also im Gegenteil, wir profitieren eigentlich hier von positiven externen Effekten. Wenn Dritte das nutzen, dann kommt das wieder zurück zu uns. Die Information, die Community, die entsteht, das ist etwas vom Vorteil, das ist ein Vorteil. Gut, was haben wir noch? Ja, okay, das waren so die Grundsätze in diesem Zusammenhang. Ein Thema bei diesem Legalitätsprinzip, das wir uns speziell angeschaut haben, war noch die Frage, wenn der Staat jetzt als Privatunternehmen auf dem Markt auftritt, darf er das überhaupt, unter welchen Umständen darf er das, und könnte das ein Argument sein, wo man sagen kann, ja gut, jetzt geht ihr zu weit, das ist quasi eine privatwirtschaftliche Tätigkeit, dürft ihr nicht tun. Da gibt es einen Leitentscheid des Bundesgerichts, den Glarner Sachentscheid, da ging es um eine Versicherung im Kanton Glarus. Die haben einerseits im Monopolbereich, Gebäudeversicherung haben sie gearbeitet und dann haben sie einfach nebenher noch andere Versicherungsprodukte angeboten. Also teilweise für Gebäude, teilweise aber auch dann für bewegliche Sachen. Und da gab es einen Streit und das wurde vor Gericht gezogen und das Bundesgericht hat dann gesagt, in der Schweiz sei eine privatwirtschaftliche oder eine unternehmerische Tätigkeit des Staates gelebte Verfassungspraxis, das sei normal in der Schweiz, dass man das macht. Sie würden da jetzt nicht eingreifen. Was sie aber auch gesagt haben, ist, dass es eine gesetzliche Grundlage braucht. Es ist nicht so, dass der Staat das einfach beliebig tun kann, sondern es braucht ein Gesetz. Allerdings muss dieses Gesetz nicht so präzise sein. Ich habe zum Beispiel in meiner Anwaltspraxis das schon erlebt, zum Beispiel im Kanton Genf, die SIG, die Service Industrielle de Genève, das Elektrizitätswerk, wenn man so will, da gibt es einen ganz kurzen Passus irgendwo im Gesetz, der sagt, das EWE darf auch Glasfasern verlegen. Und mehr steht da nicht. Und damit hat man die einfach quasi aus dem freien Markt rausgelassen. Und ja, ich habe jetzt einen Klienten, der mit denen ein bisschen im Streit liegt, wo die Preise sein dürfen. Die finden natürlich, wir sind jetzt ein privates Unternehmen, wir dürfen das tun. Und es gibt da gewisse Probleme möglicherweise mit der Gleichbehandlung dann oder mit den Preisen, dass sie, weil sie ja Monopolisten sind, dann trotzdem sind die einzigen, die Glasfaser bauen im Kanton Genf, dass das Schwierigkeiten macht. Aber ihr seht, es gibt so ein bisschen, wie soll ich sagen, schon ein bisschen Schwierigkeiten, wenn man den Staat rauslässt. Andere Themen zum Beispiel sind die Diskussion um Publibike. Ich glaube, die sind schweizweit an x verschiedenen Orten, wo jeweils die lokalen Behörden mit der Postauto zusammenarbeiten und ihre Fahrräder quasi überall aufstellen. Es ist auch die Frage, braucht es da wirklich die öffentliche Hand dafür? Es ist so ein bisschen ein Spannungsfeld, das ist klar. Und das ist in diesem Entscheid eigentlich rausgekommen, dass das grundsätzlich zulässig ist. Allerdings sagt das natürlich dann nicht, dass die beliebig diskriminieren dürfen. Das ist immer noch die öffentliche Hand, die auftritt und die müssen grundsätzlich eben diskriminierungsfrei arbeiten. Wir haben uns das überlegt, ja, ist das jetzt ein Fall, um zu unserer Software-Diskussion zurückzukommen, ist das jetzt ein Fall, den wir beiziehen könnten für unsere Frage der Freigabe von Open-Source-Software? Und wir haben gesagt, nein, es geht eben nicht um das. Es geht genau nicht darum, dass der Staat Geld verdienen will mit Open-Source-Software. Also die bieten auch nicht Zusatzleistungen wie Wartung etc. an, sondern sie legen einfach den Code aufs Netz. Und deshalb haben wir gesagt, das ist eher nicht vergleichbar und das ist auch dann ein weiterer Schluss daraus, weil es eben nicht eine kommerzielle Motivation ist, die dahinter steckt,
braucht es auch keine gesetzliche Grundlage. Hier, das Fazit dieses Entscheides war ja, dass es eine gesetzliche Grundlage braucht. Und wir haben gesagt, nein, es ist nicht das Gleiche, deshalb trotzdem nicht. Gut, soviel zum Legalitätsprinzip. Nächster Punkt, Wirtschaftsfreiheit, das war so das zweite Hauptargument eigentlich, das da gekommen ist, gegen die Freigabe von Open Source Software. Ich habe es vorhin schon gesagt, einerseits geht es um die freie wirtschaftliche Tätigkeit von Privaten. Jeder Private darf selber entscheiden, was er tun will. Der Staat darf einen grundsätzlich nicht daran hindern. Und das zweite Thema ist die Wettbewerbsneutralität. Ich kann auch seine Frage. Ja. Gern. Wieso dann die GPL 3 und nicht eine MIT oder Apache Lizenz, die da frei ist? Mhm. Die Frage war, warum man es jetzt konkret beim Bundesgericht unter die GPL 3 gestellt hat und nicht unter eine andere, vielleicht freiere Lizenz, die weniger Copyleft-Restriktionen kennt. Ich kann die Frage nicht beantworten, ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Könnte mir aber vorstellen, dieses Open Justitia, das wurde ja nicht auf der grünen Wiese gebaut, sondern hat x verschiedene, wie soll ich sagen, Produkte oder mögliche Module bereits genutzt. Suchmaschine zum Beispiel hat man genutzt. Es könnte sein, dass die teilweise bereits unter der GPL standen und entsprechend war man gezwungen, das Ganze wieder unter die GPL zu stellen, sonst hätte man es nicht nutzen können. Das könnte sein, könnte ich mir vorstellen. Okay, zurück zu dieser Frage Wirtschaftsfreiheit. Da gibt es so ein paar Inhalte aus der allgemeinen Rechtspraxis und das Hauptthema ist hier, dass die Wirtschaftsfreiheit eben im Grundsatz nicht vor der Konkurrenz durch den Staat schützt. Und zwar aus zwei Gründen. Wir haben zwei, ich sag's mal, Angriffspunkte, wenn ich mich wehren will gegen eine Verletzung der Wirtschaftsfreiheit. Das erste ist die rechtlichen Maßnahmen. Also wenn ich eine Verfügung bekomme vom Staat, der sagt, Berufsverbot. Was auch immer für Gründe. Ich denke jetzt gerade an Kinderpornografie, kann das sein. Lehrer darf nicht mehr arbeiten als Lehrer, weil er Mist gebaut hat da. Das ist ein Grund, dann ist klar, da kann ich mich dagegen wehren, wenn es zu Unrecht passiert ist, da kann ich vor Gericht gehen und die Wirtschaftsfreiheit schützt mich vor solchen rechtlichen Maßnahmen wie eine Verfügung. Die Wirtschaftsfreiheit schützt aber auch vor bloß faktischen Maßnahmen, also wenn nicht eine Verfügung rausgeht, sondern wenn der Staat einfach irgendetwas tut, zum Beispiel wenn er eine Straße baut und ich dann plötzlich betroffen bin, schwer betroffen bin, weil ich da vielleicht ein Geschäft habe, da kann ich mich vielleicht dagegen wehren. Und auch vor allem hier, eben durch, es schützt auch vor Konkurrenz durch den Staat, aber bei dieser Konkurrenz ist es eben nur so, dass der Schutz dann besteht, wenn eine eigentliche Verdrängung erfolgt. Also wenn der Staat etwas tut, wo ich meinen Beruf dann gar nicht mehr ausüben kann, wo ich auch nicht mehr rausweichen kann, dann ist das ein Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit. Das ist so die Bundesgerichtspraxis. Entwickelt wurde das vor allem auch eben an diesen Fällen mit Berufsverboten für Lehrer. Wo man dann gesagt hat, okay, in der Situation, wo der Lehrer wirklich ein Berufsverbot hat, wo er nicht mehr ausweichen kann, ist das ein Eingriff. Bei Open Source Software, wenn der Staat Open Source Software rauslässt, ist das ja nicht ein rechtlicher Akt. Also er verbietet ja den Konkurrenten nicht an, das auch zu tun oder eigene Software zu entwickeln. Er verbietet den Konkurrenten auch, oder verunmöglicht den Konkurrenten es auch nicht, weil die können ja weiterhin ihre Software rauslassen. Es ist auch nicht so, dass der Markt komplett dicht gemacht wird. Ich habe vorhin gesagt, so Open Source Software ist ja nicht gratis, sondern sie hat Vorteile vielleicht für die Nutzer. Sie ist vielleicht ein bisschen kostengünstiger, aber sie kostet auch. Und man könnte auch sagen, ein Unternehmen, das auf dem Markt ist, hat ja dann die Möglichkeit, diese Software vielleicht teilweise auch zu nutzen. Gut, bei der GPL ist das jetzt ein Problem, da müssen sie nachher alles eigene auch freigeben. Aber vielleicht hat man die Möglichkeit, Software, die der Staat freigegeben hat, zu nutzen und zu integrieren in seine eigenen Produkte. Und deshalb haben wir gesagt, es ist nicht eine eigentliche Verdrängung, die stattfindet. Und entsprechend ist eine Freigabe von Software als Open Source, ist das gar nichts, das die Wirtschaftsfreiheit als solche überhaupt tangiert. Ist ein technisches Detail, wenn ich sage, es wird nicht tangiert. Das heißt dann nämlich auch, dass das Unternehmen sich gar nicht vor Gericht wehren kann, weil es gar nicht legitimiert ist, vor Gericht zu gehen. Wenn wir davon ausgehen, dass es doch irgendwie tangiert sein könnte, in der Regel ist das schnell der Fall, schauen wir uns noch die Wettbewerbsneutralität an. Das habe ich vorhin schon kurz angetönt, der Staat darf eigene Leistungen, mit denen er Private konkurriert, nicht systematisch durch öffentliche Mittel subventionieren.
Das ist auch ein Ergebnis dieses Glarner-Sachfalles, dass die mussten eine getrennte Buchhaltung machen zwischen der Monopolversicherung und der normalen Versicherung. Das heißt, wir brauchen gleich lange Spieße für die Konkurrenten. Und um herauszufinden, ob der Staat jetzt eine Subvention macht, die Subvention kann ja durch Geld passieren, es kann aber auch sein, dass sie gewisse Dinge vielleicht Leistungen nutzen, interne oder weitere Dinge. Da gibt es einen Test, den sogenannten Market Economy Investor Test, der sagt, wenn ein privater Marktteilnehmer in einer vergleichbaren Situation eine vergleichbare Strategie mindestens für vertretbar hielte, dann gilt das nicht mehr als Subvention durch den Staat. Das ist so der Grundsatz, den man hier verwendet. Man fragt also, oder wir haben uns also gefragt, wäre es aus Sicht eines privaten Unternehmens vertretbar, eine Software als Open Source freizugeben? Und wenn das so ist, ich habe vorhin am Anfang die Gründe gesagt, es gibt viele Gründe, warum man Software als Open Source freigibt, dann ist die Wettbewerbsneutralität gewahrt und dann kann sich das Unternehmen ebenfalls, also der Konkurrent, ebenfalls nicht wehren. Ergebnis der ganzen Diskussion, Legalitätsprinzip, wir haben gesagt, der Staat darf Software, die er für seine Verwaltungstätigkeit braucht, ohne zusätzliche gesetzliche Grundlage als Open Source freigeben. Er darf aber nicht darüber hinausgehen, er darf nicht plötzlich Software schreiben, die er eigentlich gar nicht braucht. Solche Dinge gehen nicht. Er muss schauen, ob das ein Unternehmen, das ist der zweite Grundsatz hier, ebenfalls tun würde. Also man muss Gründe suchen, warum man jetzt diese Software als Open Source freigeben will und man kann es nicht einfach so aus Spaß machen. Und was auch nicht geht, und das ist ein bisschen ein Downside hier, ohne gesetzliche Grundlage, einfach das Konzept Public Money, Public Code umzusetzen, das geht nicht. Weil das ist im Prinzip, wenn man so will, kommerziell gesehen, einfach ein Geschenk an die Öffentlichkeit. Es ist nicht wirtschaftlich begründet, wie ein Unternehmen denken würde, sondern es ist so im Prinzip eine Begründung, wie man als öffentliche Hand denkt, wie man vielleicht als Öffentlichkeit denkt, wie der Staat funktionieren soll. Und deshalb brauche ich, wenn ich diesen Grundsatz ins Gesetz schreibe oder diesen Grundsatz verwirklichen will in der Verwaltung, da brauche ich ein Gesetz. Das haben wir gemacht in Bern, ihr habt es gehört, und wir haben es auch gemacht erst neulich in Zürich, wo man eigentlich diese Berner Vorlage mehr oder weniger 1:1 auch in den Kantonsrat gebracht hat und zu meiner Freude gingen wir problemlos durch. Also es wird jetzt auch in Zürich so kommen, dass der Staat grundsätzlich Software als Open Source veröffentlicht. Gut, soviel zu diesem ganzen rechtlichen Thema. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig. Schauen wir uns noch kurz die Situation an beim Bund, was da jetzt passiert ist. Es gibt vom 5. Februar 2019 einen strategischen Leitfaden, der den Umgang mit Open Source in der Bundesverwaltung regelt. Die haben sich überlegt, wie wollen wir jetzt da vorgehen. Es gibt einige Ziele, die man definiert hat. Man hat gesagt, wir wollen die Innovation und die Effizienz fördern. Das können wir tun, indem wir Open Source einsetzen. Eine Kultur der Zusammenarbeit schaffen. Wir wollen Klarheit schaffen bezüglich der Rechtslage. Das ist im Bereich Open Source immer ein bisschen schwierig, wenn ich ein Unternehmen habe. Welche Lizenzen wollen wir jetzt zulassen? Stichwort GPL, Stichwort Kontaminierung des Codes. Also wenn ich irgendwie mal eine Bibliothek mit GPL nutze, bin ich plötzlich verpflichtet, irgendwie den Code freizugeben nach meiner restlichen Software. Da muss man aufpassen. Man muss einen Überblick haben, welche Lizenzen das Verwendung finden, in welchem Bereich der Software. Das ist wichtig, da braucht man eine klare Strategie. Das will der Bundesrat, das will der Bund auch. Man will Synergien nutzen, weil verschiedene Abteilungen der Bundesverwaltung vielleicht die gleiche Software brauchen. Und man will, das habe ich vorhin schon beschrieben, attraktiver Informatik-Arbeitgeber sein. Also man sieht, die Ziele hier, die sind ziemlich ähnlich wie das, was aus dieser Open-Source-Studie auch hervorgegangen ist. Was man beschlossen hat zu tun, ist, man hat gesagt, man will die Software-Ausschreibung verbessern. Man will bei Ausschreibungen auf die spezifischen Vorteile von Open-Source-Software, also eben zum Beispiel auf die Unabhängigkeit von Standards, Unabhängigkeit von Lieferanten, will man mehr achten, weil das wurde teilweise schlicht ignoriert, dieses Thema. Man hat einen langen Praxisleitfaden geschrieben, also lang etwa 20 Seiten, lohnt sich das mal anzuschauen, worauf man schauen soll bei der Nutzung von Open Source. Man will eine Anleitung schreiben zur Freigabe von Open Source, das ist im Moment noch ausstehend, der Bundesrat hat noch nicht entschieden, wie sie das genau machen wollen. Also ich habe es nochmals gegoogelt, habe nichts gefunden.
Dann will man sich einen Überblick verschaffen über die eingesetzte Open Source, ein Technologieradar, dass man eben sieht, was überall in der ganzen Verwaltung so zur Anwendung kommt, und man möchte das künftig zentral beschaffen, vor allem auch zum Beispiel Wartungsleistungen zentral beschaffen, dass es nicht mehrfach bezogen wird. Und man will eine interne Open Source Kultur fördern. Ich könnte mir vorstellen, dass Dinge, wie sie jetzt gerade hier stattfinden, auch im Bund stattfinden sollen. Und man will das vor allem auch extern kommunizieren, dass man mit der Open Source arbeitet, eben um interessant zu werden für IT-Fachleute, die beim Bund arbeiten möchten. So viel zu diesem Strategiepapier des Bundes. Schaut euch das an, bei Interesse. Zum Technologieradar schon Dokumente, wie das oder? Ich habe nichts gesehen, allerdings habe ich auch nicht wahnsinnig stark recherchiert. Hannes, wir haben jemanden, der mit dem Bund zusammenarbeitet. Ja. Er weiß auch nichts. Gut, soviel zu diesem Strategiepapier. Dann hat man mich gebeten, noch ein bisschen was über die SwissCovid-App zu erzählen. Da hat nämlich Open Source auch eine gewisse Rolle gespielt. Ich habe hier einfach mal diesen Artikel 60a Absatz 5 Buchstabe B des Epidemiegesetzes rauskopiert und möchte den zum Anlass nehmen, ein bisschen über dieses Thema noch zu sprechen. Da steht im Gesetz, wohlgemerkt im Gesetz, der Quellcode und die technischen Spezifikationen aller Komponenten des PT, des Proximity Tracing Systems, sind öffentlich. Die maschinenlesbaren Programme müssen nachweislich aus diesem Quellcode erstellt worden sein. Also wir haben das Open-Source-Prinzip im Gesetz festgehalten und wir haben noch im Gesetz festgehalten, dass sogenannte Reproducible Builds erstellt werden müssen, dass man nachvollziehen können muss, woher diese Software, die man am Schluss im App Store runterladen kann, kommt, damit eben hier das Vertrauen gewährt ist. Die Idee zu diesem Contact Tracing, das haben alle in den Medien verfolgt, ist klar, das kam aus dieser Gruppe Salate, Marcel Salate zusammen mit anderen Leuten von der EPFL hauptsächlich haben diese Idee gehabt, haben das entwickelt, konnten Google, konnten auch Apple davon überzeugen, in ihren Betriebssystemen entsprechende Komponenten zu integrieren. Das ist eine ziemlich große Leistung, das ist vor allem extrem schnell gegangen in den letzten Monaten und von daher kommt immer diese Aussage in den Medien, das sei Schweizer Technologie. Es ist tatsächlich jetzt so, dass das weltweit oder sehr, sehr in vielen Staaten jetzt auch umgesetzt worden ist. Ich war kürzlich in Frankreich, da gab es immer die Kritik, die Franzosen wollen eine zentrale Lösung. Also das App, das ich in Frankreich dann runtergeladen habe, war offensichtlich auch basierend auf dieser Technik. Also die Franzosen sind auch umgeschwenkt dann. Da haben gesagt, sie nutzen diese dezentrale Lösung. Der Grund, warum das genutzt wurde, oder warum Apple und Google das unterstützt haben auch, ich meine, es gab immer so ein bisschen das Risiko, wenn man das dann in China ausrollt oder in Weißrussland, dann hat man das Problem, dass die Regierung sofort die Möglichkeit hätte, vielleicht diese Daten zu nutzen, um die Leute zu kontrollieren. Und was Salate entwickelt hat mit Didier Bourignon etc., war eine sehr, sehr datensparsame Ausgestaltung dieses Apps. Datensparsamkeit ist ein Grundsatz des Datenschutzrechts, der sagt, dass man Personendaten nur dann sammeln darf, wenn man sie auch wirklich braucht. Und die haben es geschafft, dieses App so zu machen, dass nach der rechtlichen Definition gar keine Personendaten anfallen. Weil es nicht möglich ist, irgendwelche Rückschlüsse darauf zu ziehen, wer jetzt da konkret betroffen war von diesem Kontakt, wer einen Kontakt mit jemand anderem gehabt hat, wann das war. Man kann überhaupt nichts am Schluss sagen. Und wenn ich diesen Rückschluss nicht ziehen kann, dann sind das keine Personendaten gemäß Datenschutzgesetz. Natürlich, es gibt das App, das läuft auf dem Handy drauf und dort, der Hersteller des Betriebssystems, des Mobiltelefons, der kann natürlich im Prinzip diese Zuordnung machen, mindestens für den Nutzer dieses Gerätes im Moment, das heißt, da haben wir Personendaten, aber was der Staat betreibt, dieses Proximity Tracing Systems, da sind nur anonyme Codes drin, da ist kein Rückschluss möglich und das ist etwas, das sehr, sehr vorbildlich gelöst wurde. Und das war auch am Schluss der Grund, so wie ich das sehe, dass es möglich wurde, die großen IT-Unternehmen davon zu überzeugen, so etwas so schnell zu implementieren. Vorbildlichkeit im Bereich Datenschutz. Wir hatten aber auch eine weitere Vorbildlichkeit. Das Ganze wurde von Anfang an als Open Source Software ausgelegt. Man hat gesagt, es ist klar, wir müssen das Vertrauen der Leute haben, der Code muss offen sein. Das war schon von Anfang an im Entwurf des Bundesrates drin.
sehr positiv. Was zusätzlich reingekommen ist, ist dieser zweite Satz hier, dass diese reproducible builds, was für ein schwieriges Wort für einen Deutsch sprechenden, dass diese reproduzierbaren, kann man ein Bild auf Deutsch sagen? Hannes, es gibt kein entsprechendes Wort. Egal. Egal, gut, also diese reproduzierbaren Builds von mir aus, das haben wir zusätzlich ins Gesetz gebracht. Das kam, wenn ich mich richtig erinnere, aus den Bereichen der digitalen Gesellschaft. Ich war da ein bisschen involviert in dieser, sagen wir, in einer bisschen erweiterten Salate-Gruppe, wo wir uns auch über die rechtlichen und die politischen Aspekte Gedanken gemacht haben. Wie bringen wir das jetzt in dieses Gesetz rein? Ich habe mit der digitalen Gesellschaft gesprochen und es gab diese Idee, dass das eben wirklich auch noch nötig sei, um das Vertrauen zu schaffen. Wir haben dann, es gab etwa 5 Punkte insgesamt, wo wir sagten, es muss im Gesetz noch geändert werden. Wir haben diese Dinge tatsächlich ins Parlament gebracht. Ich habe mit Jörg Metter, das ist ein Grünliberaler, ich muss kurz natürlich Werbung machen für meine Partei, Zürcher Nationalrat, mit dem ich das Ganze diskutiert habe. Wir haben diese Entwürfe geschrieben für die Kommissionen. Wir sind in die Kommissionen gegangen vom Nationalen Ständerat und wir haben es geschafft. Das Zeug steht jetzt im Gesetz und das war ein riesiger Erfolg, den wir mit dieser Salate-Gruppe eigentlich da erreicht haben. Wir haben das Gesetz zum rechten Teil am Schluss dahin bekommen, wo wir es wollten. Es gab ein paar Fehler, die haben wir korrigiert. Das war sehr erfreulich. Was weniger erfreulich ist, Sie haben es alle mitbekommen, die Umfragen, die gesagt haben, ja, ja, 70% der Leute werden diese App installieren, die waren offenbar nicht zuverlässig. Man kann sich dann fragen, was ist genau schiefgegangen da? Wie muss man so etwas kommunizieren? Wenn Bundesräte dann sagen, ja, sie hätten das App auch nicht, das interessiert sie nicht, ist das natürlich auch nicht gerade förderlich. Es funktioniert nicht. Das Problem, was wir haben, vor allem bei diesem App, ist, dass wir, wenn man so will, eine quadratische Funktion hat. Also ich habe, wenn jeder Zweite das App hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es bei einem Kontakt einen Alarm gibt, ist halt irgendwie nur 1:4. Und wenn jeder Zehnte das App hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Alarm gibt, nur 1:100. Und im Moment sind wir irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht bei jedem Siebten oder Achten, der es hat. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich einen Alarm gibt bei dem App im Moment, ist sehr, sehr klein. Und das ist ungünstig. Das führt möglicherweise dazu, das haben wir auch im Gesetz drin, dass dieses App irgendwann eingestellt werden muss, wenn klar ist, dass es nicht funktioniert. Das war ein Zugeständnis auch an die politischen Gegner, dass man gesagt hat, wir müssen da eine Notbremse einbauen für den Fall, dass es nicht funktioniert. Es war eben der Vorwurf, das sei ein Überwachungsinstrument, was offensichtlich Blödsinn ist, aber trotzdem, man hat das eingebaut und es könnte sein, dass wenn die Verbreitung nicht funktioniert, dass das dann halt wieder abgestellt werden muss. Gleichzeitig bin ich der Meinung, gut, wir haben jetzt eine Situation, wo die Zahlen wieder steigen. Wir haben eine Situation, wo man möglicherweise die Leute noch besser dann überzeugen kann, vielleicht diese App noch zu nutzen. Soweit ich weiß, steigen die Zahlen immer noch von den App-Nutzern. Und vielleicht schaffen wir da nochmals eine zweite Installationswelle mit ein bisschen Kommunikation, sodass die Situation verbessert wird. Aber wie gesagt, im Augenblick ist es sehr schwierig. Weiterer Kritikpunkt, muss man sagen, hat mich ein bisschen gestört persönlich. Wir haben Open Source, alle reden da von Open Source, von Reproducible Builds etc. Aber was nicht Open Source ist, ist der ganze Teil des Apps, beziehungsweise nicht der App, sondern der Technologie, die auf Betriebssystemebene läuft. Das ist ein bisschen undurchsichtig und das ist ein Kritikpunkt, wo ich mir gewünscht hätte, dass die großen Hersteller diese Teile möglichst entweder mindestens auditieren lassen oder das freigeben. Kannst du doch mal. Haben Sie es gemacht? Dann habe ich das gar nicht mitbekommen. Ja. Okay, na gut, also ich nehme alles zurück. Das Gegenteil. Das wusste ich gar nicht. Okay. Ja, also wie ist Frederik und den Leuten bei Apple ein bisschen auf Nerven gegangen. Ja. Und also die Kontakte von Union an der EPFL, das war so EPFL-Professor, der ja Mitgründer war von VMware und entsprechend alle kennt im Silicon Valley, hat da ein bisschen geholfen. Okay, also es gab die Leute, die haben sich engagiert, die Leute aus diesem Team Salate, und die haben es tatsächlich hinbekommen offenbar, dass das jetzt freigegeben wurde. Das freut mich natürlich extrem. Weißt du, ob es als Open Source freigegeben wurde oder hat man einfach den Code freigegeben und gesagt, Copyright bleibt? Open Source bringt dir ja eh nichts, du brauchst du den Rest des Betriebssystems. Ja, vielleicht könnte man es für etwas anderes brauchen. Oder Huawei könnte es nutzen und für sein eigenes Betriebssystem das auch noch einbauen. Hast du wieder Trump an der Backstelle. Ja gut, das immer die Probleme mit den Amerikanern. Gut, also,
Ja, so viel zu diesem Zusatzthema Covid-App. Wir haben noch ein bisschen Zeit, denke ich. Haben wir konkrete Fragen noch? Das sind gerade drei Leute. Hannes hat schon zu viel geredet, jetzt kommt, ja. Also die Frage ist, wenn ich es installiere, muss ich mein GPS auch anmachen, wobei es via BLE sich tracen soll. Was ist der Grund dahinter? Das sehe ich in den Kommentaren in der App auch die ganze Zeit. Ja, also das ist beim Android-App, das ist irgendwie ein technologischer Hintergrund, dass das offenbar nicht getrennt werden kann, dass ich auch das GPS anmachen muss, wobei, sorry? Da bin ich an der Frage. Ja, erzählst du, Hannes, das ist gut. Also, du musst nicht GPS aktiviert haben, du musst die Location Services aktiviert haben, weil Bluetooth Low Energy genutzt werden kann für Positionsbestimmungen. Also wenn du jetzt hier drei Beacons hast und mein Signal misst, dann kannst du meine Position bestimmen. Mhm. Darum ist Bluetooth innerhalb der Location Services angelegt im Permission-System von Android. Entsprechend kannst du, um das zu ändern, oder, wäre ein Riesenproblem, weil dann alle Apps, die das Permission-System irgendwie da drin sind, irgendwie sich wieder anpassen müssten und dann müsste man alle Apps wieder überprüfen und das geht fast nicht, oder? Entsprechend, ja, du musst der Verwendung der Location Services zustimmen, damit du diese App auf Android benutzen kannst. Da wird nicht GPS verwendet, oder? Die App und auch der Start und so kennen nicht deine GPS-Position. Was durch die Verwendung der Location Services problematisch sein kann, ist, dass Google, wenn diese aktiv sind, Statistiken sammelt. Zur Verbesserung der Dienstqualität und so, wie das dann immer so schön formuliert wird. Und was dort genau gesammelt wird, also getrennt von deiner Identität, was dort genau gesammelt wird, weiß niemand so genau, aber du stimmst dann dem halt zu. Aber wenn du ein Telefon hast von Google oder von Apple, for that matter. Vielleicht kann ich kurz für die, die online zuhören, das noch versuchen zu wiederholen. Also der Grund, warum man die Location Services einschalten muss, wenn man Bluetooth nutzen will, liegt daran, dass Bluetooth im Google-System, in diesem Bewilligungs- oder Einwilligungsstruktur drin, eben im Bereich der Location Services angesiedelt ist, weil es nötig ist, oder weil es benötigt wird, Bluetooth, um gewisse Standorte zu bestimmen. Und das wäre extrem schwierig gewesen, jetzt extra für dieses App das da rauszulösen. Man hätte diverse andere Teile des Systems und vor allem auch eben wieder Apps von anderen Herstellern wieder anpassen müssen und deshalb konnte man das nicht anders machen. Das heißt nicht, dass das GPS-System gebraucht wird in diesem Zusammenhang. Ein Problem, das wir haben, da muss ich jetzt gerade als Datenschützer noch was sagen dazu. Google sammelt Statistiken, sagt, sie sammeln oder erstellen Statistiken mit diesen Daten, die über Bluetooth gehen. Ich würde von Google gern noch wissen, was genau da gesammelt wird. Und eigentlich habe ich gemäß Datenschutzgesetz einen Auskunftsanspruch. Das müsste man eigentlich mal nachfragen. Das wäre möglich und ich würde davon ausgehen, dass Sie da auch relativ präzise Antwort geben. Was Sie natürlich sagen können, das seien gar keine Personendaten, die gesammelt werden, weil Sie keine Rückschlüsse auf die Person ziehen könnten in so einer Konstellation. Also wenn Sie es schlau machen, dann ist das, was als Statistik gesammelt wird, hat keinen Personenbezug und dann müssen Sie auch keine Auskunft geben. Dann habe ich aber als Privater eigentlich auch kein Interesse daran, kein Schützenswertes, das irgendwie zu wissen. Das läuft dann auf Ebene Betriebsgeheimnis. Solange es mich nicht betrifft, solange Sie wirklich keinen Rückschluss ziehen können. Das ist die Frage, oder? Mindestens diese Information, warum könnt ihr keinen Rückschluss ziehen? Diese Information, die möchte ich eigentlich von Google haben. Gut, weitere Fragen. Ja. Jetzt haben wir die Schweiz gesehen, wissen, wie ist es im umliegenden Ausland? Diskutiert man das da auch? Hat man schon? Und ja, also, ist das Outcome ähnlich? Also es gab Diskussionen in Deutschland, die habe ich gesehen, wobei die sind witzigerweise völlig auf einer anderen Ebene, haben die stattgefunden. Das war auf Ebene Lauterkeitsrecht. Die haben nämlich gesagt, wenn der Staat eine Software veröffentlicht, dann ist da das Label drauf, das kommt vom Staat und das ist vertrauenswürdiger und das ist per se ein Wettbewerbsvorteil, der unlauter ist. Das war irgendwie so ein Argument, das in der Luft war, aber das hat nicht
am Schluss eingeschlagen. Also wenn ich es richtig sehe, ist die Publikation von Open Source andernorts eigentlich unproblematisch. Hast du vielleicht noch irgendwas zu sagen dazu? Nein, ich habe eine rechtstechnische Frage. Also wir bei der Lead, wir arbeiten ja ganz viel mit der Verwaltung oder SPB, BFS, was immer. Und wir machen da immer Open Source Projekte. Das GitHub Repository, wo die drin liegt, gehört einfach uns. Wir veröffentlichen die Software, oder? Ja. Nicht der Staat. Mhm. Der Staat hat sie finanziert, der Staat hat sie in Auftrag gegeben, aber ja, wir veröffentlichen sie halt. Mhm. Uns gehört das Repo. Ist das eine Umgehung all dieser Geschichten, die du da beschrieben hast? Ist das ein Problem? Ist trotzdem der Staat der eigentliche Veröffentlicher, weil er es ja bezahlt und in Auftrag gegeben hat? Wie sieht das aus? Ich möchte jetzt hier nicht schlafende Hunde weg. Aber wenn du sagst, das Repo gehört uns. Also die Frage war, damit man es online auch noch hört, dass das Unternehmen von Hannes Gassert, ja, es wird aufgezeichnet und kommt nachher auf YouTube, deshalb muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das Unternehmen von Hannes Gassert veröffentlicht die Software selbst, die stellen es selbst aufs Netz, das GitHub-Repositorium gehört dem Unternehmen und entsprechend stellt sich die Frage, ob das vielleicht eine Umgehung sei dessen, was ich jetzt hier erzählt habe. Ich habe gesagt, es gibt gewisse Konstellationen, wo wir eine gesetzliche Grundlage brauchen. Wobei eben in den Situationen, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr selbstverständlich nur in Bereichen tätig seid, wo das sowieso problemlos ist, was hier läuft. Das ist Verwaltungstätigkeit, sind Verwaltungsaufgaben und ihr bekommt einfach outgesourced diese Aufgabe zugewiesen und schreibt dann die Software dazu oder betreibt irgendwelche Server dazu. Und entsprechend ist das nicht etwas, das über diese Spezifikation oder Spezifität der Verwaltung hinausgeht. Also die haben ihre Aufgaben, die dürfen nicht plötzlich, wie gesagt, die Armee darf nicht plötzlich Spielkonsolen entwickeln. Wenn ihr also anfangt, Spielkonsolen für die Armee zu entwickeln, solltest du dir vielleicht überlegen. Ja, also, es ist, wenn die Grundsätze hier, die ich beschrieben habe, eingehalten sind, dann ist es ja sowieso keine Umgehung, weil es nichts zu umgehen gibt. Okay, das ist mal das erste Thema. Das zweite Thema dann ist von der rechtlichen Situation her. Ich sehe, dass ihr gute Verträge verhandelt habt, wenn ihr sagt, oder wenn du sagst, vielleicht kennst du auch deine eigenen Verträge nicht so genau, wenn du sagst, das Repo gehört uns. Oder? Also, gehst du davon aus, dass das Urheberrecht dieser Software, die ihr schreibt, bei euch ist? Würde ich jetzt als Jurist mal sagen, würde ich davon ausgehen, wenn ihr dann das veröffentlichen könnt, dann ist das die Lösung 1. Oder Lösung 2 ist die, und so erlebe ich sie in meiner Praxis eigentlich in der Regel, der Auftraggeber will dann das Urheberrecht an der entwickelten Software. Gut, wenn es eine Weiterentwicklung ist, wollt ihr natürlich nicht, dass eure Software dann plötzlich dem Auftraggeber gehört und ihr nichts mehr weiter tun könnt mit den anderen zusammen. Das ist ein Detailthema. Aber wenn das Urheberrecht beim Auftraggeber ist, dann kann man es natürlich so lösen, dass der Auftraggeber dem Beauftragten den Auftrag gibt oder auch die Lizenz gibt eigentlich, das eben als Open Source zu veröffentlichen. Und dann ist der ursprüngliche Urheber ist dann der Bund, der Eigentümer der Rechte ist der Bund und ihr handelt nur quasi im Auftrag des Bundes und gebt dann das frei. So kann es rechtlich kann die rechtliche Struktur auch noch sein. Ich gehe jetzt davon aus, dass eins von diesen beiden Modellen gewählt wurde und dass ihr nicht einfach ohne Rücksprache mit dem Bund alles auf GitHub stellt. Das wäre ein bisschen ungünstig. Das könnte auch ein Grund sein, warum so viel vom Bund auf dem Netz steht. Gut, ist die Frage beantwortet, oder? Ja, ich denke schon. Also ich kenne, also eben, ich mache das ja seit vielen Jahren und die Verträge sind gut. Und also es gab da noch nie irgendwo eine Reklamation und ich glaube, das ist ja auch bei der Open Justitia Case oder das große Problem, dass dort ja nicht die eigentliche Software Stein des Anstoßes ist, sondern diese Software kannst du ja nicht als Gericht einfach nehmen und verwenden. Du brauchst ja die Unterstützungsleistungen dazu und ja. Das Bundesgericht wollte diese ja auch anbieten, ja, selber, genau. Oder? Also selber Dienstleister werden für andere Gerichte. Und dann verstehe ich natürlich die Freunde, die da dann 10.000 Morde ja geschrieben haben. Genau, also das Problem bei Open Justitia war tatsächlich auch, dass das Bundesgericht selber als Dienstleister auftreten wollte und entsprechend hat man sie da
zurückgebunden. Das ist auch Ergebnis unseres Gutachtens. Solche Dinge, das wäre dann eine Zusatzleistung eigentlich. Das ist nicht mehr, wie soll ich sagen, Nebentätigkeit der Verwaltung, sondern das ist dann wirklich ein neues Geschäftsfeld, das sie erschließen. Und da muss man sagen, das geht hier nicht zu weit. Ja, gut. Gibt es weitere Fragen gerade? Eine ja? Anmerkung zur Covid-App. Also ich finde das überhaupt nicht eine gute Ausrede. Ich finde das eigentlich recht billig, aber ich kenne sehr viele Leute persönlich, die gesagt haben, sie haben das gehabt oder haben das wieder gelöscht oder wollen das gar nicht, weil es zu viel Strom verbraucht. Weil dann, ja, mein Handy stirbt dann und dann habe ich eh keinen Akku, dann bringt es ja eh nichts. Also das eben, weil du vorher gefragt hast, eben, wieso das doch nicht so gut rausgekommen ist, wie man eigentlich gedacht hätte. Ich glaube, es gibt einfach viele Leute, es ist ihnen nicht richtig genug. Das ist halt ich glaube, das ist ein Anwendungsfall, das mir auch so gegangen ist, ein Anwendungsfall von You never have a second chance to make a first impression. Die ersten Versionen des Apps, die haben wirklich mehr Strom gebraucht. Also ich habe es gewärmt, ich habe sicher 20% weniger. Unterdessen habe ich den Eindruck, es ist wieder besser. Ja, und das ist das Problem, die Leute haben es installiert, jetzt muss man die wieder überzeugen, ja, es ist übrigens unterdessen nicht mehr so schlimm. Solche Kommunikation liest man natürlich nirgends. Das ist tatsächlich ein Thema. Und dann passiert nie was bei dem App, oder was ja eigentlich schön ist. Vielleicht finde ich das sehr langweilig, dann lösche ich das wieder. Weiter, ja? Wäre es denkbar, dass der Bund beispielsweise bei der Nutzung des öffentlichen Verkehrs die Nutzung des Apps vorschreibt? Das war eine große Diskussion im Parlament. Man hat explizit ins Gesetz reingeschrieben, dass das nicht zulässig ist. Und zwar... es gibt da verschiedene Aspekte. Es gibt die erste Frage, ob die öffentliche Hand das darf, also die SBB. Und aus meiner Sicht verbietet das die Verfassung schon jetzt. Ich habe es vorhin gesagt, Gleichbehandlung spielt eine Rolle. Wenn die SBB anfangen, nach irgendwelchen Kriterien zu sortieren, wer ihre Dienstleistungen nutzen darf und wer nicht, dann müssen sie schauen, dass diese Kriterien sachlich sind. Also sie können gewisse Dinge vielleicht mal tun. Also wenn ich irgendwie randaliere im Zug, dass sie mir dann ein Verbot geben, das ist nachvollziehbar. Aber sie dürfen nicht anhand solchen Kriterien das ausschließen. Das Problem ist vor allem, dass das App ja die Sicherheit der Leute gar nicht direkt verbessert. Ich meine, ich bin ja dann schon angesteckt, wenn der Alarm kommt. Es verbessert die Sicherheit des Nächsten, den ich dann selber anstecken könnte. Oder? Also von daher, das ist der Denkfehler. Es gab viele Leute, die gesagt haben, ja, wir müssen unbedingt diese App dann haben und das voraussetzen für die Nutzung. Und das ist kein Kriterium, weil es die Sicherheit der konkret betroffenen Leute gar nicht verbessert. Es ist immer ein Dienst am Nächsten, wenn man so will. Und deshalb wäre das aus meiner Sicht eine Ungleichbehandlung. Deshalb wäre es eine Verletzung der Verfassung, die auch für die SBB grundsätzlich gilt als Bundesunternehmen. Und entsprechend wäre das nicht zulässig gewesen. Das ist das erste Thema, öffentliche Hand. Zweites Thema. Kannst du die Frage schnell wiederholen? Die Frage, guter Punkt. Die Frage war, ob man hätte bei den SBB oder anderen öffentlichen Transportunternehmen voraussetzen können, dass das App genutzt wird. Und das ist ganz klar nein, weil die Verfassung das verbietet. Zweite Frage ist, könnte ein Privater, zum Beispiel ein Club oder eine Bar, den Einlass verweigern von Leuten, die das App nicht vorweisen, wenn sie reingehen. Grundsätzlich kann man da sagen, ja, es ist Privatautonomie, also ich kann selber entscheiden, ich kann auch einen Türsteher hinstellen, der sagt, du ja, du nein. Allerdings habe ich dann immer gesagt, ich meine, wir sind in der Corona-Zeit, die Clubs haben sowieso Probleme wirtschaftlich. Die Unternehmen haben Probleme, die Restaurants haben Probleme. Welches Restaurant wird hingehen? Und am Anfang, wir haben es jetzt gesehen, irgendwie 12 oder 15% der Leute haben das App installiert. Welches Unternehmen wird hingehen und 85% seiner Kunden ausschließen? Das wird nicht stattfinden. Ich habe immer gesagt, es wird nicht stattfinden. Es steht jetzt trotzdem im Gesetz. Das war ein Grund dafür, warum von der linken Seite die Forderung kam, man müsse unbedingt ein Gesetz schaffen, um dieses App einzuführen, weil man diese Freiwilligkeit zur Nutzung des Apps eben wahren wollte. Deshalb kam überhaupt die Diskussion auf, ob man überhaupt das Gesetz, also diesen Artikel 60a ins Epidemiegesetz schreiben sollte oder nicht. Ich war von Anfang an der Meinung, dass das gar nicht nötig war, weil es nämlich einen anderen Artikel gibt im Epidemiegesetz, gestützt auf den man dieses App hätte einführen können. Also man hätte diese ganze Extra-Runde vor dem Parlament, die uns etwa 6 Wochen, 8 Wochen gekostet hat, das ist sehr kurz im Gesetzgebungsprozess, ist klar, ich habe vorhin von Jahren gesprochen, das war super schnell, aber man hätte sich diese Runde eigentlich ersparen können und durch das vielleicht nach 2, 3 Wochen am Schluss rausholen können. Viel hat es nicht ausgemacht, aber trotzdem
es hatte auch die ganze Diskussion, am Anfang waren alle für das App und dann kam diese Diskussion im Parlament und dann kam das ganze Gezerre, das hat für extrem viel Verunsicherung gesorgt. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was dazu beigetragen, dass wir heute so wenig Verbreitung haben. Aber eben, es steht im Gesetz jetzt drin, man darf auch als Privater, darf man es nicht verweigern. Drittes Thema wäre in diesem Zusammenhang noch, wären noch die Arbeitgeber, die sagen, wenn du bei mir arbeiten willst, wenn du zum Job kommst, am Morgen musst du das App zeigen, oder wir können Stichproben machen, ob du hast das App, sonst darfst du nicht kommen, sonst wirst du gekündigt, was auch immer. Und das wäre aus meiner Sicht schon aus arbeitsrechtlicher Sicht nicht zulässig gewesen. Weil im Datenschutz, es gibt eine Datenschutzbestimmung im Obligationenrecht, im Arbeitsrecht, die sagt, dass der Arbeitgeber nur jene Daten bearbeiten darf von seinen Mitarbeitern, die er braucht, um wirklich das Arbeitsverhältnis, diesen Arbeitsvertrag durchzuführen. Also ich darf zum Beispiel aufzeichnen, wie viele Stunden jemand gearbeitet hat. Ich darf einer Pensionskasse mitteilen, wie viel jemand verdient hat. Aber Gesundheitsdaten, die nicht nötig sind, oder zum Beispiel nur schon eben, ob jemand eine App installiert hat, es geht wieder irgendwie nicht um eine Notwendigkeit für das Arbeitsverhältnis, es geht quasi vielleicht um die Gesundheit der anderen Mitarbeiter, aber es ist nicht direkt mit dem Arbeitsverhältnis verbunden. Bin ich der Meinung, das hätte man gar nicht tun dürfen. Es steht jetzt im Gesetz, dass man es nicht darf, doppelt gemoppelt. Okay, haben wir mehr Rechtssicherheit, ist auch ein Vorteil. Gut, haben wir noch weitere Fragen? Es ist schon 11:45, sonst, wenn nicht, würde ich meinen, übergebe ich wieder an Markus. Vielen Dank für die Gelegenheit. Ja, vielen Dank, Simon. Ja.